Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Identity Shop News vom 5.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und wir gehen dann auch gleich wieder raus. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da und schreibt was in die Kommentare. Also, aber sorry. Also als ich das letzte Mal gesagt habe, es muss jetzt nicht schon wieder immer wieder das Gleiche sein, ja, habe ich damit mit Sicherheit nicht das hier gemeint. Na gut, wir fangen jetzt einfach mal auf der rechten Seite an mit Knacks. Ja. Das ist allerdings ein ziemlich cooles Teil, das kriegt von mir 9 von 10 Breaking Pointer, die Anwortung von 4,1. Von 5 bei 10 Votes am 13. März 2018. Das erste Mal drin gewesen 12 Mal. 9 Reminders, jetzt mal im Shop vor 73 Tagen am 24. August. Haben wir Glitter? Oh mein Gott. Wow. Ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Aber mega beliebt, ich weiß. Deswegen kriegt das Teil immerhin von mir 7 von 10. Auch wenn ich danach wieder schlecht schlafe. So, Glitter hat hier ein Voting von 4,17 von 5 bei 41 Votes am 28. Mai 2019. Das erste Mal drin gewesen, 8 Mal, 53 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 47 Tagen am 19. September 2019. Wow. Dann haben wir diese Kaugummi-Bomberin. Müsste ich sogar, glaube ich, ein Gameplay zu haben. Ja, hier da hinten hat die dieses komische Teil da. Ja, hier, was ist das eigentlich? Das sieht aus. Da ist eine Bombe drauf und da sind. Die wackeln auch. So, hier. Also, der Teil ist auf jeden Fall. Also, in diesem Style hier. Finde ich sie auf jeden Fall besser. Die Kaugummi-Bomberin kriegt von mir. Boah, schrecklich, 5 von 10, ey, ne? Bubble Bomber hat hier ein Voting von 2,89 von 5 bei 38 Votes am 11. August 2019. Das heißt, wir 4x 20 Reminder, das mal geschafft vor 50 Tagen am 16. September. Jo, dann kommt's. Der unendliche Dab. Für 500 V-Bucks. Finde ich auch nicht wirklich toll. Finde ich den normalen Dab irgendwie besser. Infinite Dab. Kriegt von mir, ich habe es jetzt hier schon eingeblendet, was da für eine Note ist, trotzdem kriegt er von mir 7 von 10. Hat hier 4,1 von 5 bei 63 Votes am 6. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. 18 mal 103 Reminder, ist jetzt mal im Shop vor 51 Tagen am 15. September. So, dann haben wir das Fluttervieh. Und der Teil könnt ihr euch nicht vorstellen, wie nervig das Ding ist, wenn das einer die ganze Zeit an, auf, und zumacht. Ganz schrecklich, aber trotzdem irgendwie cooler Teil. Kriegt trotz allem von mir 8 von 10. Das Fluttervieh. Flappy Flyer hat hier ein Voting von 3,88 von 5 bei 25 Votes am 23. November 2018. Das erste Mal drin gewesen. 9 mal 34 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 67 Tagen am 30. August. Dann haben wir die Gaunerin Rapscallion. 7 von 10 kriegt die von mir, mega beliebter Skin, für 15 V-Bucks da hinten auch, das Teil richtig cool irgendwie, auch mit diesem Lageplan und so. Rapscallion hat hier ein Voting von 4,52 von 5 bei 115 Votes am 3. Juni 2018, das erste Mal drin gewesen, 21 mal 217 Reminders, jetzt mal im Shop vor 33 Tagen am 3. Oktober 2019. Die Enigma-Lackierung, ja, die Farben gefallen mir nicht so wirklich gut, kriegt von mir 6 von 10. Ich weiß, der Teil ist mega beliebt, hat hier ein Voting von 4,48 von 5 bei 29 Votes am 10. Mai 2019. Das Mal drin gewesen, 7 mal 36, wie meine, das letzte Mal im Shop vor 35 Tagen am 1. Oktober. Dann geht's weiter hier mit dem Crypto. Den persönlich finde ich jetzt nicht ganz so cool, aber das Backpack hier, das ist der Oberknaller.
Diese Holo-Wirbelsäule ist einfach nur der Oberbrüller. Wirklich sensationell geil. Deswegen, nur alleine deswegen kriegt der Teil von mir 7 von 10. Ansonsten würde ich dem ganz anderen Noten geben, weil ich finde den nicht so toll. So hat hier ein Voting von 3,3 von 5 bei 37 Votes am 10. Mai 2019 das Mal drin gewesen. 7 mal 51 für meine setzen wir im Shop vor 35 Tagen am 1. Oktober. Jo, dann sind wir auch schon durch mit diesem Set hier. Dann geht's weiter mit dem Chrono. Für mich die absolut geilste Gleitspur. Ich habe sie für meinen Account mir selbst geholt. Finde die nämlich richtig cool. Spiele ich auch immer noch. Eine Teil kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Dann hat hier ein Voting von 4,09 von 5 bei 23 Votes am 14. Juni 2019. Das erste Mal drin gewesen. 5 Mal. Keinen einzigen Reminder. What? Das letzte Mal im Shop vor 47 Tagen am 19. September. So, dann haben wir den Sandsturm. Den gibt es auch in drei verschiedenen Styles. Sorry. So finde ich, sieht die richtig schnuckelig aus. Also so gefällt sie mir eigentlich am besten mit offenem Haar. Und Sandsturm kriegt von mir 8 von 10. Und hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 46 Votes. Am 14. Juni 2019 setzen wir drin gewesen 5 mal 65 wie meine setzen wir im Shop vor 47 Tagen am 19. September. Oh, dann geht's hier weiter mit dem Scimitar. Und auch der hat diese drei verschiedenen Styles, auch hier mit offenem Haar. Ich glaube, er sofort findet den so besser. Ich finde den so besser. Kriegt auch von mir 8 von 10. Und er hat hier ein Voting von 3,83 von 5 bei 29 Votes am 14. Juni 2019. Das war drin gewesen. 5 mal 36 wie meines. Auch am 19. September ist jetzt wieder im Shop gewesen. Dann kommen wir noch zu dem einen. Das ist diese Lackierung da hinten. Das Emblem. Und, achso. Jetzt habe ich da drauf geguckt. Ich bin da manchmal ein bisschen. So. Das sieht auch richtig cool aus. Gefällt mir sehr gut. Für 500 V-Bucks kriegt. Ja, gut, hier das Boot. Beim Boot sieht es nicht schön aus. Ist zu viel Rot. Ernsthaft zu viel Rot. Wenn das meiste schwarz gewesen wäre, wäre es besser gewesen. Aber ist egal. Also, hier. Jetzt habe ich wieder drauf gedrückt. Mein lieber Scholli, was ist los? Emblem kriegt von mir 9 von 10. Dann hat hier ein Voting von 3,9 von 5 bei. So. 3,9 von 5 bei 20 Votes am 14. Juni 2019. Das ist mal drin gewesen. 5 mal 8 Reminders. Das letzte Mal im Shop auch am 19. September. Sorry for that. Und dann haben wir noch als allerletztes zum Abschluss hier Rote Jade Red Jade. Ja. Hier mit diesen Wurfmessern da. An der Seite. Dann da oben diese. Origami-Stäbchen, was weiß ich, was das ist, keine Ahnung, da irgendwelche Stäbchen da oben drin. Das Origami-Stäbchen ist ja gar nicht. Teil kriegt von mir 7 von 10. Dann hat hier ein Voting von what? Das ist krass. 4,7 von 5 bei 10 Votes am 1. Oktober 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Jetzt das zweite Mal, 64 Reminders. Ja, das letzte Mal im Shop eben vor 35 Tagen. So Leute, jetzt muss ich den aktuellen Shop noch bewerten. Wenn ich mir das Ganze angucke, ehrlich, sorry, es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Hier auf der rechten Seite ist nichts, wo ich jetzt wirklich sage, bin ich total geil drauf. Auf der linken Seite ist jetzt auch nichts, wo ich sage, bin ich total geil drauf. Also, es ist okay, aber nichts wirklich berauschendes und deswegen machen wir jetzt mal folgendes. Ich gebe jetzt mein Voting ab. Da haben wir hier das Lovit mit 576, da haben wir It's Meh mit 980 und von mir gibt es ein Hated mit 2500. Ihr habt den Sprung eben gerade gesehen. 2559 kann ich da. Das Reload wird es wahrscheinlich gleich nochmal aufgehen. Ne? 2559 Hated.
Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Job News mit mir. Macht's gut, bis dann und tschüss.